ich bin Rubeldos. Willkommen auf meinem Kanal. Tudala. Guck, guck, ich bin Ali. So gut. Soll ich mich hier hinsetzen? Ach so. Oder lieber so. Hier gibt es in Zukunft lustige Sketche mit verschiedenen Charakteren, wie zum Beispiel... Mir. Mit mir. Ja. Mir. Unnötig. Ich habe ADHS und benutze das für meinen Content. Hier auf dem Kanal gibt es lustige Videos. Muss ich das sagen? Ganz Maul! Wollen Sie Shish-Kebab? Und noch viel mehr. Scheiße! Oh. First try. Daumen, Daumen hoch! Musst du abonnieren. Hier wird in Zukunft auf jeden Fall viel los sein. Okay, wir sind fertig. Das ist eine Kampfansage gegen Khan. Na, du kleiner Loser. Ich bin nämlich nicht zu Hause und habe diesen riesen Kleiderschrank für mich, wo ich jetzt Sachen probiere. Also so wie bei Khan. Nur ein Geiler. Ey, hast du zufällig noch 99 Dalmatiner? Ich sehe aus, als wurde ich vom Krankenhaus entlassen. Iris hat bald... I did my dance one time on TikTok and went viral with it. Wenn der Lehrer stirbt, an dem Tag, an dem man eine Schulaufgabe schreiben würde. Das haben wir uns auch gefragt. Habt ihr eigentlich schon gelernt? Nee, ich mach das um 23 Uhr. Ja, same. Same. So wäre auch das Ganze abgelaufen, wenn ich die E-Mail reingekommen wäre. Die E-Mail seht ihr in meiner Story. Tut ihr nicht. Weiter geht's. Oh mein Gott, unser Klassenleiter ist tot? Oh no. Scheiße. Was? Schreiben wir dann morgen noch Schulaufgabe? Junge, schreibt es safe nicht in die Klassengruppe. Berechtigte Frage, aber... Was? Wollte ich auch gar nicht. Was ist mit dem? Spoiler, die Schulaufgabe wurde geschrieben und dann wäre ja auch eigentlich die Frage geklärt. Diesmal geht's um meinen Abiball. Den habe ich ein bisschen verkackt. Spoiler, meine Eltern waren nicht da. Mir hat einer aus meiner Klasse geschrieben, hey Shirley, am Freitag kannst du dein Zeugnis abholen. Keine große Sache, oder? Ja, halt Abi-Zeugnis. Man, ist doch logisch, dass es dann Abi-Ball ist. Nicht für alle. Auf jeden Fall bin ich dann viel zu spät irgendwann mal zur Schule gegangen, war in Schlabberklamotten, nichts Besonderes, dachte, ich hole kurz mein Zeugnis und lauf weiter. Ich komme dort an, erstmal endviele Eltern, ich so... Wow, was geht hier? Dann bin ich reingegangen, um mir erstmal was zu sippen zu holen, weil anscheinend war es ja eine Party. Ich habe keinem Bescheid gesagt, ich wusste davon ja nichts. Und dann saßen so ein paar Eltern in so einem Kreis und haben so miteinander geredet. Ich habe mich dazugesetzt und meinte so, hi, ich bin Shirley, ich habe mein Abi und ich habe vergessen, meine Eltern einzuladen. Hi Shirley, oh, du hast ja uns, Shirley. Ja, dann bin ich wieder rausgegangen mit meinem Getränk, bin die falsche Tür hinten reingegangen und stand dann hinter meiner Direktorin, die gerade eine Rede gehalten hat und bin so mitten in den Kreis reingefallen. Als ich dann mein Abi abgeholt habe, haben die ganzen anderen Eltern für mich geklatscht. Also, wenn ihr Abi habt, ladet eure Eltern ein, sonst... Mein Ex-Freund hat wegen mir ein Disziplinarverfahren bekommen. Bruh. Und ich selber habe Hausverbot bekommen. Storytime! Kurz nachdem ich von der Schule geflogen bin. Hä? Meinem Ex-Freund wurde das Handy abgenommen. Am nächsten Tag wollte er das Handy abholen. Es ging aber nur mit einem Mami-Zettel. Er hat den Zettel halt schnell gefälscht. Eine Lehrerin hat ihn gebastelt. Und das Direktorat hat ihm das Handy nicht wiedergegeben. Also hat er gesagt, yo Shirley, das Direktorat gibt mir mein Handy nicht wieder, was soll ich tun? Ich bin ins Direktorat gestimmt wie ein Rambo. Gebastelt. Und das Direktorat hat ihm das Handy nicht wiedergegeben. Also hat er gesagt, yo Shirley, das Direktorat gibt mir mein Handy nicht wieder, was soll ich tun? Ich bin ins Direktorat gestimmt wie ein Rambo. Shirley, sie sind geflogen raus. Und dann habe ich gesagt, dass es mein Handy ist und dass er es nur ausgeliehen hat. Dementsprechend hätte ich gern mein Handy zurück. Nee, er hat gesagt, das ist sein Handy, geh jetzt raus. Ich bin der Eigentümer. In dem Moment war es sein Handy, aber nur im Besitz. Was? Dann habe ich angefangen, mit ihm zu streiten. Ich geh nicht mal auf diese Schule. Ja, die Diskussion ist mega eskaliert. Dann hat er mir gedroht, dass er die Polizei rufen wird. Und dann habe ich ihm gedroht, dass ich ihn anzeigen werde wegen Diebstahl. Ja, wir hatten dann eine sehr lange Diskussion und am Ende hat er mir das Handy zurückgegeben. So, und du hast ein Disziplinarverfahren. Shirley, Mann. Ja, aber jetzt hast du dein Handy wieder. Guten Morgen, Klasse. Es ist jetzt auch 8 Uhr. Dann starten wir gleich mal. Guten Morgen, Frau Schwanz. Hat sie gerade Frau gesagt? Habe ich auch verstanden. Das habe ich nicht gesagt. Wir machen gleich weiter, dass wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar bei der französischen Revolution. Das erfolgreichste Ereignis der neuzeitlichen Epoche. Ruhe! Entschuldigung. Ruhe! So, und dann würde ich euch noch was vorlesen. Auf Seite 72 im Buch steht. Des Weiteren kann gesagt werden, dass es sich bei dieser Revolution um die Umsetzung... Hört ihr jetzt auf zu lachen? So, und wenn wir dann auf den Zeitstrahl achten,
Wenn ihr jetzt nicht aufhört zu lachen, dann müsst ihr raus. Max, raus. Sorry. Wieso raus? Ich lach nur. Ja nicht, du hast einfach nur gelacht. Ich hör auf. Hammer's dann. Ich bin jetzt ein Jahr auf TikTok. Boah, bitte kein Jahresrückblick. Was? Ich weine nie. Doch, tust du. Du weinst. Danke für 1,4 Millionen Tomatoes. Aber wie ging das eigentlich los? Mit den ersten Larry. Lehrer wie. Ich beende den Unterricht. Ja, Glückwunsch. Hast ja auch lang genug dafür studiert. Und wisst ihr noch, wie ich von der Klassenfahrt suspendiert wurde? Oder wie damals, als du auf der Schulfahrt eine Party organisiert hast, wo ein viele gekotzt haben. Danke für die Erinnerung. Dummer Pisser. Naja, und dann kamen die ersten Schulsketche. Digga, und dann war ich plötzlich im Creator-Fund. Und was habe ich mit dem Geld gemacht? Ich war fett shoppen. Spaß, hat natürlich Mama bekommen. Hallo, Shelly Maus. Hi, Mom. Weißt du noch, als du das TikTok-Geld von mir bekommen hast? Hä? Du schuldest doch mir noch 100 Euro. Mütter. War natürlich ein Joke. Meine Mom würde mich niemals Shelly Maus nennen. Jetzt mal ohne Spaß. Dank euch kann ich meiner Mom die Augen-OP zahlen. Deshalb nochmal danke ans ganze Team. Jeden Monat waren es mehr Follower und ich konnte das alles gar nicht realisieren. Und dann kamen die ersten Morpheus-Videos. Ich habe immer mehr Equipment für meine Videos gekauft. Und das Ganze wurde gefilmt von meiner Mikrowelle. Ey, das ist mein Witz. Als Maulkahn. Ey, und nicht zu vergessen die Phase, wo du konstant gesperrt wurdest. Oh, stimmt, Alter. Es gab eine Zeit, da wurde ich konstant wegen jeder Kleinigkeit gesperrt. Ich habe so viele Leute kennengelernt und das alles dank euch. Bla, bla. Komm jetzt endlich zum Punkt. Ach so, ja, stimmt. Danke an euch, denn... Ich war beim Zahnarzt. Next! Der Typ hat mir eine Spritze in den Mund gerammt. Es hat so krass geballert. Ich war so dermaßen high. Wie noch nie! Ich war so high, ich konnte nicht mal arbeiten. Und wie das Ganze aussah, seht ihr jetzt. Ich bin so high. Wo muss ich hin? So eine Spritze habe ich lange nicht mehr bekommen. Check gar nichts. Hä? Mein Nase ist so kein Druck. Miau, miau. Ich hab gesabbert, aber es nicht gespürt. Ah! Na, Svenja! Wisst ihr was? Ist ihr egal. Nach der Behandlung stand ich dann im Sekretariat und sie war dann auch so. Oh, also das nächste Mal nicht so eine starke Betäubung. Was? Also, Arztbesuch kann mega kacke sein, kann aber auch mega der... Guten Morgen! Aha, wo ist Shirley? Der geht's nicht gut, die liegt oben. Das schaue ich mir genauer an. Oh, dir geht's ja wirklich nicht gut. Na dann, dann bleibst du hier. Okay. So, der Shirley geht's wirklich nicht gut. Der Rest kommt mit 7 Stunden wandern. Toll! Geil! Mann, ich kann nicht mehr. Oh, Max, bitte. Wir wandern erst seit 3,5 Stunden. So, und dann bleiben wir hier mal kurz stehen. Die Straße, auf der wir stehen, das ist die meistbefahrenste Straße in ganz Kroatien. Und wen juckt's? Wow. Scheiße, blöde Straße. Mann, Frau Schwanz, ich hab Hunger. Was, Max, du hast Hunger? Hier, du kannst mein Stück Brot haben. Aber das ist doch nur Brot. Passt. Oh.